Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Auch dieses Video ist in eigener Sache und zwar aufgrund einer sehr ausführlichen E-Mail, die mir eine Kundin geschrieben hat. Diese Kundin hat angefangen, den Betriebswirt IHK zu machen bei einem Präsenzseminaranbieter in Essen und hat dann frustriert dort abgebrochen und ist zu mir gekommen. Man hat mir jetzt eine lange, ausführliche Mail geschrieben, im Prinzip zwei Mails. Und einen Satz aus dieser Mail will ich kurz vorlesen. Sie schreibt: Ich bin glücklich, dass ich verstanden habe, damit meint sie durch die Arbeit jetzt mit meinem System, dass es nicht an mir liegt. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Satz, weil die allermeisten Präsenzseminaranbieter und Fernlehrgangsinstitute es nicht rüberbringen können. Liebe Leute, etwas können und etwas rüberbringen können sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ganz, ganz selten finden Sie Leute, die beides können, die es können und die es rüberbringen können. Die Leute, die da rumlaufen, und die dozieren, die haben in der Regel eine hohe Fachkompetenz. Fast eine zu hohe Fachkompetenz, weil die viel zu sehr in ihrer Welt stecken und sich darin bewegen und nicht mehr verstehen können, dass jemand anders zunächst mal diese Welt kennenlernen will. So, das ist das, was Ihnen passiert. Nehmen wir mal den Betriebswirt IHK. Betriebswirt IHK haben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 7 Fächer. Und beim technischen Betriebswirt ist es, ich glaube, von der Fächeranzahl genauso. Sie haben in der Regel dort natürlich auch 7 unterschiedliche Dozenten und Sie haben im Durchschnitt 2 gute. Ja, für dieses Fach haben Sie einen guten Dozenten, für dieses Fach haben Sie einen guten Dozenten. Der Rest ist in der Regel ein Ausfall. Wenn Sie statt 2 plus 3 plus haben, dann haben Sie im Lotto gewonnen. Das ist die Quote. Sie haben 7 Dozenten in so einem Projekt wie Betriebswirt IHK oder technischer Betriebswirt pro Fach einer. Und Sie haben da 2 gute Dozenten. Das ist Ihre Quote. Wenn Sie 3 gute Dozenten haben, noch einmal, dann haben Sie im Lotto gewonnen. Das ist Ihre Quote. 2 gute Dozenten. Mehr ist da nicht. Das ist die Praxis. Das ist das Leben. So, und jetzt schreibt mir diese Teilnehmerin, dass sie verstanden hat durch meine Coachings, dass nicht sie es ist, die zu dumm ist, die Sache zu verstehen, sondern es ist in der Tat die Unfähigkeit der Dozenten und der Institute und der Fernlehrgangsinstitute, den Lernstoff zu vermitteln. Die Ergänzung mit den Fernlehrgangsinstituten ist von mir. Sie hat sich bezogen auf diesen Präsenzseminaranbieter in Essen. So. Und jetzt hat sie mir noch geschrieben, dass sie sehr bedauert, dass in den Foren Sätze stehen wie, und damit komme ich zum Thema dieses Videos, mit Videocoachings kann man diese Prüfung nicht schaffen. Sie schreibt mir jetzt, dass sie im Moment, sie ist jetzt noch nicht im Abschluss, sie ist jetzt gerade gewechselt und hat angefangen mit meinem System zu arbeiten und sieht eben, dass sie verstehen kann und dass es nicht an ihr liegt, aber sie hat die Prüfung noch nicht geschafft. Aber Tausende haben es. Ich mache das, was ich mache, seit 25 Jahren. Ich habe im Oktober 1994 angefangen. Seit 7 Jahren mache ich das, was ich mache, nur noch digital. Bis dahin war ich auch ein Präsenzseminaranbieter, allerdings jemand mit einer völlig anderen Philosophie als alle anderen. Bei mir gab es in so einem Lehrgang wie Betriebswirt IHK nur ein, maximal zwei Dozenten. Als der Betriebswirt IHK ursprünglich kam, hatte der noch Englisch mit drin und da hatten wir für Englisch noch eine zweite Dozentin. Ansonsten haben wir einen Dozenten gehabt, gleich für den technischen Betriebswirt, und zwar einen guten.
Und diese Leute habe ich auch sehr gut bezahlt. Und diese Leute haben gearbeitet aufgrund eines einheitlichen, von mir geschriebenen Konzeptes, wo alles aufeinander abgestimmt ist, wo Dinge wiederholt werden, in einem anderen Fach nochmal aufgegriffen werden, weil es sinnvoll ist zu wiederholen, wo alle Themen im Rahmenplan abgedeckt sind, wo es aber auch Wiederholungszyklen gibt, weil man, wenn man 7 Fächer schreibt, also das Lernkonzept für 7 Fächer, das wunderbar steuern kann. Wenn Sie hier 7 verschiedene Dozenten in dem Lehrgang haben, dann kennen die sich untereinander vom Sehen, vom Begrüßen, die kennen vielleicht den Namen. Aber eins passiert nicht, die stimmen nicht ihr Lehrmaterial aufeinander ab. Jeder Dozent hat sein eigenes Lehrmaterial. Der eine hat ein Skript, der andere hat PowerPoint-Folien, der dritte schreibt irgendwie alles an die Tafel und man muss mitschreiben, wie auch immer. Es gibt keine Abstimmung unter den Dozenten, sodass sie in manchen Fächern Dinge 3-mal hören und andere Dinge gar nicht. Und niemand überwacht das, weil der Lehrgangs-, der Institutsinhaber in der Regel auch fachlich völlig überfordert ist durch so etwas. Ja. Wenn Sie also Video-Coachings, mein Video-Coaching-System nehmen, um sich vorbereiten zu lassen auf den Betriebswirt IHK, dann haben Sie ein einheitlich aufeinander abgestimmtes Konzept. Und die Präsenzseminaranbieter und die Fernlehrgangsinstitute haben kein aufeinander abgestimmtes Konzept. Und die nächste Frage, wenn jemand so einen Satz schreibt, mit Video-Coachings kann man diese Prüfung nicht schaffen, da ist die Frage, wer ist eigentlich Mann? Wer ist Mann? Es haben Tausende in den letzten 7 Jahren die entsprechenden Prüfungen geschafft. Also wer ist Mann? Meint dieser Typ, der so etwas schreibt, meint er vielleicht ich? Meint er vielleicht, ich traue mir das nicht zu, weil mir das alles zu unsicher ist und zu unbekannt und ich da gegenüber neuen, unbekannten Dingen eh generell misstrauisch bin und auch nicht bereit bin, mich da mehr einzudenken und die Vorteile zu verstehen? Meint er vielleicht das? Meint er vielleicht, mit Video-Coachings kann ich diese Prüfung nicht schaffen, glaube ich, ohne mich genauer auszukennen? Wollte der vielleicht das sagen? Ja, also was ist das für ein Blödsinn, was die Leute da in Foren schreiben? Auch hier kann man mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass es jemand ist, der mein System gar nicht kennt. Sondern wie immer in so einer Situation, die Leute projizieren ihre Vorurteile. Sie kennen nur das Präsenzseminar, Sie kennen vielleicht noch den Fernlehrgang. Meine Video-Coachings sind weder das eine noch das andere. Sie kombinieren im Prinzip die Vorteile aus beiden Welten, aus dem Präsenzseminar und aus dem Fernlehrgang. Aber das können die sich nicht vorstellen. Und dann wird dann so ein Satz dahin geschrieben, mit Video-Coachings kann man diese Prüfung nicht schaffen. Dabei gibt es tausende von Gegenbeispielen. Ja, also, ich meine, ich wäre unglücklich, wenn ich solche Sätze in Foren nicht mehr gäbe. Na? Ich kenne das seit 25 Jahren und irgendwann, wann war das? 2004, 2005 gab es auch mal jemanden, der wirklich massiv mit Verleumdungen und allen möglichen üblen Dingen gegen mich vorgegangen ist, weil der mich irgendwie als Konkurrent gesehen hat für seine Internetpräsenz. Nicht ganz unberechtigt, weil ich inzwischen da auf YouTube die Sache dominiere. Also war seine Befürchtung nicht ganz unberechtigt. Aber Konkurrenz ist nun mal Teil des Spiels hier, ja, in einer Marktwirtschaft. Das müsste er verstanden haben. Und aufgrund dieser Angst massiv gegen mich geschossen hat. Also das war wirklich schlimm. Der hatte alle möglichen Blogs eröffnet und was weiß ich alles gemacht. Das habe ich alles schon erlebt. Ja, dass Leute mit dem, was ich mache, mit einer Innovation, massive Probleme haben, bin ich gewohnt seit 25 Jahren. Von daher würde mir was fehlen,
wenn ein solcher Blödsinn in den Foren nicht mehr stünde, weil es wird immer solche Leute geben, die sowas schreiben. Immer. Ja, egal, welche Innovation du machst, es wird immer Leute geben, die erstmal dagegen sind, die aber auch nicht bereit sind, sich die Sache anzuschauen, sondern erstmal dagegen sind, weil sie es nicht kennen und weil sie intellektuell möglicherweise auch nicht in der Lage sind, die Vorteile zu verstehen. Also, dieser Satz ist falsch. Mit meinen Video-Coachings kann man ein Präsenzseminar oder einen Fernlehrgang komplett ersetzen. Und noch etwas. Sie haben in einem Seminar, Präsenzseminar, Betriebswirt oder technischer Betriebswirt, oder nehmen Sie irgendein anderes, haben Sie genauso viele Dozenten, wie Sie Fächer haben. Na, das ist das Prinzip. Diese Dozenten sind nicht aufeinander abgestimmt, die Skripte sind nicht aufeinander abgestimmt, habe ich deutlich gemacht. Noch etwas passiert. Beim Betriebswirt und beim technischen Betriebswirt müssen Sie eine Projektarbeit schreiben. Das ist sozusagen die dritte Hürde nach der schriftlichen Prüfung, der mündlichen Prüfung, wo man ein bisschen präsentieren muss und so weiter, in einem Fach, das ist meistens ein Orga- oder Personalfach, kommt die Projektarbeit, die man dann wiederum auch nochmal präsentieren muss. Das ist, wenn man so will, der dritte Prüfungsteil. Und für diesen dritten Prüfungsteil, wo man eine schriftliche Arbeit vorlegen muss, und die allermeisten haben das noch nie in ihrem Leben gemacht, werden diese Leute im Präsenzseminar und im Fernlehrgang völlig allein gelassen, während ich nach wie vor alle diese Leute persönlich betreue. Das heißt also, bei mir, bei meinen Video-Coachings bedeutet, wir haben statt diesem Durcheinander hier ein einheitliches Konzept. Ein einheitliches Konzept geschrieben aus einer Hand, nämlich nur aus meiner. Ich weiß ganz genau, was ich an welcher Stelle vermittle und an welcher Stelle nochmal aufgreife, um es zu wiederholen und zu vertiefen. Das bietet sich bei Rechnungswesen und Finanzierung zum Beispiel wunderbar an. In Rechnungswesen hat man Kennzahlen, in der Finanzierung hat man auch Kennzahlen. Kann man also wunderbar die Sachen nochmal wiederholen, weil es sinnvoll ist, weil dieses Gebiet als schwieriger empfunden wird. Das bedeutet einheitliches Konzept. Sinnvolle Zyklen von Vermitteln und Wiederholen. Es wird nichts weggelassen, aber es werden auch nicht Dinge dreimal gemacht, wo es nicht nötig ist, sie dreimal zu machen. Plus Betreuung. Jeder meiner Kunden, der bei mir Video-Coachings bucht, kann natürlich, sollte das auftreten, Fragen stellen. Und ich beantworte nach wie vor jede Frage persönlich. Ich habe ein Sprachnachrichtensystem, damit kann ich das wunderbar abarbeiten. Es kommt nicht so häufig vor, weil die Video-Coachings so ausgefeilt sind. Da stecken nicht 25 Jahre Erfahrung drin, da steckt noch mehr Erfahrung. Denn ich habe während meines eigenen Studiums angefangen, mich in dieses Problem der guten Vermittlung von betriebswirtschaftlichem Wissen reinzudenken. Ich habe meine Kommilitonen geschult. Ja, viele sind zu mir gekommen und haben sich von mir die Dinge erklären lassen, die sie in der Vorlesung oder im Proseminar nicht verstanden haben. Das sind also über 30 Jahre Erfahrung hier. Und weil ich 30 Jahre Erfahrung habe, wie ich Dinge vermittle, tauchen relativ wenig Fragen auf. Aber wenn Fragen auftauchen, dann kann man die fragen und sie kriegen dann sehr zeitnah Antwort. Und sie kriegen meine persönliche Betreuung ihrer Projektarbeit. Und das ist ein Vorteil, den Wissen die Leute zu schätzen, die anderswo furchtbar auf die Nase gefallen sind. Ja, ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber manchmal denke ich mir, es wäre besser, wenn die Leute bei anderen Anbietern erstmal richtig Schmerz fühlen und dann zu mir kommen und dann sehen, was sie an mir haben. Ja. So, das zu diesem Satz: Mit Video-Coachings kann man diese Prüfung nicht schaffen. Ja, wer ist man? Wer hat das geschrieben? Es ist ja alles anonym. Und anonym kann man eine Menge Müll in die Welt rausblasen. Also es ist falsch. Tausende von Gegenbeispielen gibt es und sind in den letzten 7 Jahren entstanden. Alles Gute, Marius Ebert.
Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.